Sollten irgendwann doch Außerirdische bei uns auf der Erde landen, könnten sie auf folgender Veranstaltung wirklich enge Freundschaften schließen. Wir wissen zwar, dass es auf der Gamescom in Köln der größte... Sollten irgendwann einmal Amöben das Sprechen lernen, so würden sie auf dieser Veranstaltung wahrscheinlich sehr viele Freundschaften schließen. Wir wissen zwar, dass es bei RTL, einem der größten Sender Deutschlands, eher um investigativen Journalismus geht, aber trotzdem laufen hier sehr viele komische Gestalten rum. Jonas Wegenborg, Tobias Heidemann und David Hein haben versucht, sie zu durchschauen. Zeit für ein kleines Ratespiel. Hier im Bild ist etwas merkwürdig. Aber was? Ist es A, dass diese drei Frauen in ihrer Mittagspause völlig ohne Reue mit Nahrungsmitteln durch die Gegend laufen? Oder B, die Tatsache, dass dieser Mann einen Pferdeschwanz hat, dessen gräuliche Färbung an den Gemütszustand erinnert, den man nach einmaligem Genuss des RTL-Vormittagsprogramms hat? Oder ist es C, die Selbstverständlichkeit, mit der hinter diesen Mauern Schmierenjournalismus der Spitzenklasse produziert wird, ohne jegliche Folgen? Die Antwort lautet, alle drei Dinge sind richtig. Aber nur für uns Außenstehende. Insider wissen, für die Mitarbeiter von RTL ist das alles ganz normal. Hier leben sie schließlich, die Macher von Mitten im Leben und das Dschungelcamp. Hinter meterhohen Zäunen versuchen sie sich zu verstecken, hacken drinnen möglicherweise schon wieder die nächste Hetzkampagne aus. Hier bei RTL findet das niemand komisch. Im Gegenteil, wie sich im Interview herausstellt. Wie viel Zeit investieren Sie so am Tag in Styling? In Styling? Vielleicht 5 Minuten? Computerspiele, da geht es eigentlich generell darum, dass also die Dinger, die halt so Amokläufe und so weiter hervorrufen. Da bin ich total dagegen natürlich. Also wenn geballert wird, finde ich immer ganz schlimm, weil ich bin ein total pazifistischer Typ auch so. Sind Sie verheiratet? Nein. Und wenn man so den ganzen Tag Medieninhalte produziert, wie viel Zeit bleibt da so generell für Körperhygiene? Für Körperhygiene nicht so viel. Also ich wasche mich ab und zu mit Naturschwämmen. Oder mit Trockenseife eigentlich. Das Problem mit RTL-Journalisten und der Reinlichkeit scheint auch den Sendeleitern selbst bekannt zu sein. Deshalb stehen im RTL-Hauptquartier auch ausgesprochen blonde Hygienebeauftragte. So wie Laura. Die 12-Jährige ist gefangen im Körper einer ausgewachsenen Frau und läuft für unsere Kamera möglichst planlos durch die überfüllten Gänge. Was sie da tut, weiß sie selber nicht genau. Aber es dauert lang genug, um eine geschliffen scharfe Analyse der Medienlandschaft Deutschland abzuliefern. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, ist mir leider meine Zurechnungsfähigkeit ohne mich in den Urlaub gefahren und jetzt stehe ich hier und warte, bis sie mir eine SMS schreibt. Außerdem hat meine Heimleiterin gesagt, dass ich lieber nicht so viel reden soll, damit die Luft nicht aus meinem Kopf abgelassen wird. Eigentlich bin ich auch nur vorbeigekommen, weil ich dachte, ihr Mikrofon ist eine Apfelsine. Darf ich mal kosten? Knallhart formuliert. Laura offenbart sich uns als ausgesprochene Kennerin des Alltags innerhalb eines TV-Senders und journalistisch-ethischer Richtlinien. Hey, gucken Sie mal, die Frau neben mir hat gar keine Brüste und ein Bart trägt sie auch noch. Oder ist die ein Mann? Entschuldigung, wie war die Frage? Erschreckend, aber wahr. Die Typen vom Anfang haben wir übrigens nicht wieder getroffen. Aber den stechenden Geruch von Mediengeilheit und verlogener Doppelmoral, den haben wir immer noch in der Nase.